Los. Dann geht's los. Also. Das an die Seite und dann die Bedienungsanleitung. Uhr an. Vorbereitung zum Spielen, Anschlüsse. Wenn Sie den Synthesizer an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie bitte unbedingt die dazugehörige Benutzerdokumentation. Der Synthesizer besitzt keine eingebauten Lautsprecher. Um den Klang hören zu können, muss ein Wiedergabegerät angeschlossen werden. Das ist in dem Fall das hier. Hinten links ist bei mir auf der rechten Seite, das ist hier. SD-Card-Slots hier. Dann USB hier. Und da ist ein MIDI in und out through. Und dann gibt es hinten rechts, das ist bei mir auf der linken Seite, Pedal, Inst-In, Audio-In, das ist ein Stereoanschluss, Mic-In, Mikrofon, da habe ich auch ein extra Kabel für gekauft. Mic-Volume, ziemlich kleiner Regler und dann Line-Out links, rechts habe ich angeschlossen und das geht hier an den Verstärker, das ist hier so ein Klinkenstecker. Kann mal zeigen. Das ist neu. So, und sowas hier und dann brauchen wir so einen Adapter dafür, damit das funktioniert. So, damit ich es nicht zu laut drehe, föhne ich mich selber an. Dann Phones, ganz normal Kopfhörer, ist glaube ich ein Stereoanschluss. Ja, Stereo Standardstecker. Das hier sind zwei Monostecker. Mikrofon ist auch ein Monostecker, ist auch normal. Anderes elektronisches Musikinstrument ist auch ein Monostecker und Pedal ist auch einer, selbst wenn es hier nicht dabei steht. So. Um dies zu tun, Pedal verwenden. Pedal habe ich wieder abgemacht. Schließen Sie ein optional erhältliches Sustain-Pedal an. Das ist genau das, was ich habe. Näheres über den bei niedergehaltenem Pedal aufgelegten Effekt finden Sie auf Seite G74 2. Das ist hier das Leerpedal. Da steht Instrument Input. So, Ton von einem anderen elektronischen Musikinstrument einspeisen. Verbinden Sie den Ausgangsanschluss monaural, also Monoanschluss des anderen Instruments, über ein handelsübliches Anschlusskabel mit dem Synthesizer. Man soll Volume auf einen niedrigen Pegel stellen und vorher beides ausschließen. Zu 3 CD-Spieler, Audiospieler, externen Ton, nee. Genau, von einem externen Gerät einspeisen. Verbinden Sie den Ausgangsanschluss Stereo eines CD-Spielers oder tragbaren Audiospielers über ein handelsübliches Anschlusskabel mit dem Synthesizer oder auch wieder auf niedrige Lautstärke einstellen. Schließen Sie ein handelsübliches dynamisches Mikrofon und den Synthesizer an. Ich habe hinten eins von Shure SM59, das ist ein dynamisches Mikrofon, das ist ein Tauchspulmikrofon mit 21 Mic-Volume. So, ich muss mal gerade gucken, wo war das? Ach, das ist ja auch hinten, das ist dieser kleine. Da ist Mic-Volume.
Können Sie den Pegel des vom Mikrofon eingehenden Tons separat vom anderen Ton regeln? Näheres zum Auflegen von Effekten auf den Eingangston vom Mikrofon finden Sie auf Seite G78. Näheres zur Verwendung des Eingangstons für die Klangerzeugung finden Sie auf Seite G21. Sehr schön. Synthesizer-Ton, das ist 5, ein anderes Audiogerät oder einen Verstärker ausgeben. Verbinden Sie den Ausgangsanschluss AUX, eben und so weiter, des Audiogeräts oder des Verstärkers über ein handelsübliches Anschlusskabel mit dem Synthesizer. Für monoaurale Ausgabe mit nur einem Anschlusskabel schließen Sie bitte dieses an den L-Mono-Anschluss des Synthesizers an. Ja, kann man anscheinend an beide. Ich vermute, es ist bei mir der gleiche Monoschuh ist. Ich kriege auch so. So. Kopfhörer benutzen. Schließen Sie einen optional oder im Handel erhältlichen Kopfhörer an den Synthesizer an. Bitte hören Sie Musik nicht über längere Zeit mit sehr hoher Lautstärke. Dies könnte eine Gehörschädigung zur Folge haben. Synthesizer mit Strom versorgen, da war ein Netzteil dabei, da ist auch noch ein japanisches Netzteil dabei. Siehe nachstehend unter Stromversorgung. Jetzt geht es weiter auf die 9 mit Stromversorgung. Oh, da kann man Batterien wechseln und so. Cool. Guck ich mir auch an. Stromversorgung. Bitte bereiten Sie einen Haushaltsstromnetzdose oder eine Batterie vor. Meine Haushaltsstromnetzdose ist das hier. So, wichtig. Bitte beachten Sie unbedingt die getrennte Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der Sicherheit. Bei unsachgemäßer Benutzung dieses Produkts besteht Stromschlag und Brandgefahr. Die sehe ich jetzt nicht so. Ich wette. Egal. So. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor Sie den Netzadapter anschließen oder abtrennen oder Batterien einsetzen oder entnehmen. Benutzen eine Haushaltsstromnetzdose. Verwenden Sie für dieses Produkt ausschließlich den dafür vorgeschriebenen Netzadapter. JITA-Standard mit vereinheitlicher Steckerpolarität. Der Gebrauch eines, ich habe keine Ahnung, was ein JITA-Standard ist. Eines anderen Netzadapters könnte ein Defekt verursachen. Vorgeschriebenes Netzadapter ADE951100L. Das ist, glaube ich, das, was ich da benutze. Ja. Verwenden Sie zum Anschließen an eine Haushaltsstromnetzdose den für diesen Synthesizer vorgeschriebenen Netzadapter. Sehr schön. Drücken Sie Power zum Einschalten des Stroms. Power. So, und ich habe schon was eingestellt. So, und jetzt habe ich keinen Bock mehr weiterzulesen. Ich spiele noch ein bisschen Musik, die letzte Viertelstunde. Ich mache nun Müll, der nennt uns Grüßen.
Oh, jetzt schon der Apache-Service, was ist das?
ist, dann